Viermal deutscher Meister. 774 Bundesligaspiele, Olympia-Bronze 1976 und 211 Länderspiele. Viermal deutscher Meister, so könnten wir jetzt noch endlos weitermachen, ja. Dieser Mann ist auch noch zum deutschen Eishockeyspieler des Jahrhunderts gewählt worden. Eine Legende, Erich Kühner, Klaus Landshut. Ausschauen tut er ja gerade mal wie 50, sagen seine Freunde. Aber heute feiert er wirklich seinen 65. Geburtstag. Wir gratulieren ihm an dieser Stelle ganz herzlich. Und Christoph Nahr, der zeigt Ihnen noch einmal die Karriere des Mannes mit dem Spitznamen der Kleiderschrank auf Kufen. Erich! Abfahrt, kommen! Alois Schloder ruft seinen Freund Erich Kühnhackel. Die beiden Eishockey-Legenden leben nebeneinander in Landshut und fahren gemeinsam nach Innsbruck, wo sie ihren größten Triumph feierten. Olympia 1976. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft holt sensationell die Bronzemedaille. Und der Lange, wie er überall genannt wird, ist der beste Spieler einer verschworenen Truppe. Also die Euphorie war natürlich grenzenlos und das Gefühl muss man selber erleben, sonst kann man es nicht in Worte fassen, zumindest ich nicht. Große Worte waren nie das Ding der Eishockey-Ikone. Geboren in Sitice, lebt er mit seinen deutschstämmigen Eltern in der Tschechoslowakei. Er spielt bei Baník Sokolov, bis der legendäre Trainer Karel Gut den 17-Jährigen nach Landshut lockt. Der Beginn einer sagenhaften Karriere. Der 1,96 Meter große Spieler mischt die Bundesliga auf und auch die Nationalmannschaft. Heute mit einem guten Spiel. Und Tor! Mit 25 Jahren folgt der Triumph in Innsbruck als zweitbester Scorer des olympischen Turniers. Und Tor! Wir haben das Glück gehabt, mit ihm zu spielen. Und ich habe erlebt, mit als Kleinen, sage ich jetzt mal, wie der Kämmer ist, als Juniorenspieler. Und man sieht dann die Entwicklung und muss man sagen, ja, also der Erich hat seinen Weg gemacht und er ist oft sehr bescheiden, das müsste er eigentlich gar nicht sein. Die Bronzemedaille verändert Kühnhackels Leben. Er verlässt Landshut, weil er ein Angebot bekommt, das er nicht ausschlagen kann. Köln zahlt 1 Million Mark für seine Dienste, in dieser Zeit eine unvorstellbare Summe für einen Eishockeyspieler. Die Investition zahlt sich aus, Kühnhackel wird Meister. Und Tor! Die nordamerikanische Profiliga NHL ruft, doch Kühnhackel scheut das Abenteuer. Ich hätte es versuchen sollen. Dann würde ich mir diese Frage an mich selbst nicht stellen müssen. 774 Mal Bundesliga, 131 Tore in 211 Länderspielen. Der deutsche Eishockeyspieler des Jahrhunderts verabschiedet sich 1989. Doch der Sport lässt ihn nie los. Vor allem die Arbeit mit der Jugend ist ihm wichtig. Kühnhackel trainiert verschiedene Clubs. Seine letzte Station sind die Straubing Tigers. Dann ist es gut. Er will sein Leben genießen. Dass ich halt ein Vater bin, der für seine Kinder da ist, ein Opa, der für seine Enkelkinder da ist und für seine Freunde. Und das ist sehr viel, aber das bedeutet mir auch sehr viel. Ein erfülltes Leben voller Erinnerungen. Für eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks schaut er zurück auf den Bronzetriumph von Innsbruck. Gemeinsam mit seinem Team von damals, als er 25 war und nicht 65. Und alle Eishockey-Fans, Sie können sich folgenden Tag schon mal rot im Kalender anstreichen. Den 13. Februar 2016, 40 Jahre nach Bronze in Innsbruck, zeigt der Bayerische Rundfunk die Dokumentation über die legendäre Eishockeymannschaft von damals.